Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, der Abwesende. Der Abwesende. Abwesenheit. Jede Sprachepisode, die die Abwesenheit des geliebten Wesens inszeniert, gleichgültig von welcher Dauer und aus welchem Grunde, und diese Abwesenheit in eine Verlassenheitsprüfung umzudeuten geneigt ist. Erstens. Es gibt ungezählte Lieder, Volksweisen und Chansons über die Abwesenheit des geliebten Partners. Nun gibt es aber keine andere Abwesenheit als die des anderen. Der andere macht sich davon, ich bleibe da. Der andere ist im Zustand immerwährenden Aufbruchs, im Zustande der Reise. Er ist seiner Bestimmung nach Wanderer, Flüchtiger. Ich, der ich liebe, bin meiner umgekehrten Bestimmung nach sesshaft, unbeweglich, verfügbar, in Erwartung an Ort und Stelle gebannt, nicht abgeholt wie ein Paket in einem verlassenen Bahnhofswinkel. Die Abwesenheit des Liebenden geht nur in eine Richtung und lässt sich nur aus der Position dessen aussprechen, der da bleibt, nicht von dem, der aufbricht. Das immer gegenwärtige Ich konstituiert sich nur angesichts eines unaufhörlich abwesenden Du. Die Abwesenheit aussprechen heißt von vornherein die Behauptung aufstellen, dass der Platz des Subjekts und der Platz des anderen nicht austauschbar sind. Es heißt, ich werde weniger geliebt, als ich selbst liebe. Wir haben gesagt, wir wollen mit Roland Barthes über das Thema Liebe sprechen und das Stichwort ist der Abwesende. Ich habe den ersten Abschnitt daraus gekürzt zitiert. Die Abwesenheit, das Nicht-Dasein des Liebenden, den man begehrt, das ist zum ersten Mal Thema in der europäischen Literatur im Hochmittelalter geworden, in der Lyrik der Troubadoure und des Minnesangs. Roland Barthes sagt, der andere ist im Zustand eines immerwährenden Aufbruchs, im Zustand der Reise. Im Mittelalter hat man nicht Reise gesagt, sondern Aventüre. Und das deutsche Wort Abenteuer aber gibt dieses Wort Aventüre nur sehr unvollkommen wieder. Was meint Aventüre? Aventüre meint das, was einem in Zukunft zukommt. Avenir, das, was die Zukunft, die einem zukommen wird und einem auch gesellschaftlich zusteht. Der Ritter, der auf Aventüre geht, reist, um sich in der Gesellschaft zu beweisen, um in der Aventüre zu erfahren, was ihm zusteht, was ihm zukommt, welchen Rang er in der Gesellschaft einnehmen wird, welchen Rang, der seinen Eigenschaften, Fähigkeiten angemessen sein wird, was für eine Identität er erfahren wird, welche Person er sein wird, das erfährt der Ritter auf seiner Reise, in der Aventüre. Das Motto dieser Reisen ist also, werde der du bist, finde dich selbst und das ist das, was die Aventüre für ihn so lebensnotwendig macht, als eine Reise, die zur Identitätsfindung führt. Roland Barthes sagt, der andere macht sich davon, ich bleibe da. Das große Thema der Troubadoure und Minnesänger ist tatsächlich dieses sich davon machen und das Sehnen, das Begehren, das aus der Abwesenheit des anderen dann entsteht. Roland Barthes erwähnt in einem anderen Abschnitt, im Abschnitt 4,
eine Erzählung von Aristophanes, die in dem Symposion von Platon wiedergegeben wird. Er erwähnt die Geschichte von den Zwittermenschen. Einen Mythos, dass am Anfang der Welt es Kugelmenschen gegeben habe, wo zwei Personen quasi in einer Kugelgestalt verschmolzen waren und so überheblich geworden sind, dass Zeus sich gezwungen sieht, sie zu teilen. Und diese beiden Teile rennen dann auseinander und wissen nicht mehr, welcher Teil zu ihnen gehört. Und sie sind ihr ganzes Leben auf der Suche nach ihrem anderen Teil, nach ihrem Zwittern. Und es entsteht das Sehnen und das Begehren der Hälften zueinander, die unvollständig sind, die nacheinander seufzen. Im Hochmittelalter bekommt dieses Begehren einen ganz besonderen Klang. Nämlich, man spricht von dem sogenannten Paradox amoureux, dem Paradoxon, das die hochmittelalterliche Liebe kennzeichnet. Diesen Begriff hat der berühmte Romanist Leo Spitzer ins Feld geworfen. Dass die hochmittelalterliche Liebe will besitzen, ohne zu besitzen, will sehen, ohne zu sehen, will da den Abwesenden da haben, ohne ihn da zu haben. Er soll fernbleiben. Das Hochmittelalter ist die Erfindung der sogenannten Fernliebe, der Amour de l'homme, wie es der französische Troubadour Geoffrey Rudel in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts genannt hat. Geoffrey Rudel war ein Troubadour, der in altokzitanischer Sprache geschrieben hat, und sein Leben selbst ist ein Mythos geworden, eine Literatur geworden. Angeblich soll er sich aufgrund von Berichten heimgekehrter Jerusalem-Pilger in die ferne Gräfin von Tripolis verliebt haben, und zwar unsterblich. Er habe dann beschlossen, auf eine Pilgerreise nach Jerusalem zu gehen. Und als er angekommen ist, ist er todkrank und stirbt in den Armen der Gräfin. Und seine Gedichte huldigen dieser Fernliebe. Man sehnt sich nach dem fernen Geliebten, der Geliebte, der räumlich nicht erreichbar ist und der durch fortwährende Abwesenheit glänzt und dem man in unverbrüchlicher Trübe, Treue anhängen muss. Diese Fernliebe, diese Treue zum Abwesenden kennzeichnet die höfische Liebe, die fine amour, die feine, die höfische Liebe. Und diese Abwesenheit, diese ferne Liebe kann unterschiedlich erreicht werden. Sie kann dadurch geschehen, dass man räumlich voneinander getrennt ist, aber auch sozial kann man einfach nicht zusammenkommen können. Der eine gehört einem höheren Stand an, zum Beispiel seine Fürstin, man selbst nur ein Ritter oder Ministeriale im deutschen Bereich. Die Geliebte kann verheiratet sein, die Abwesenheit des Geliebten ist gesellschaftlich gegeben. Und daraus entsteht dieses Paradoxon, lieben ohne geliebt werden zu können. Man sehnt sich nach jemand, nach dem Geliebten, aber diese Liebe muss immer unerfüllt bleiben. Und gerade darin besteht der Wert des Liebenden. Gerade darin, in dieser Unerfülltheit seiner Liebe, wird er gesellschaftsfähig, macht er sich zum Mitglied der höheren höfischen Gesellschaft. In anderen Worten, die Anwesenheit darf nicht stattfinden. Das Sehnen und Begehren darf nie erfüllt werden, muss immer unterdrückt werden. Um als Ritter zivilisiert ein soziales Wesen sein zu können.
Und so ist der ganze Minnedienst letztendlich nichts anderes als ein Akt permanenter Triebunterdrückung, der den Mann und auch die Frau heraushebt in einer Gesellschaft, ihn zugehörig erweist zu diesem zweiten Adelsstand und ihn abgrenzt vom dritten Stand, vom bäuerischen, vom dörperlichen Verhalten, das sich in Trieberfüllung auslebt. Die Abwesenheit ist erwünscht und ist nicht Ausdruck eines »Ich werde weniger geliebt, als ich selbst liebe«, sondern ganz im Gegenteil, je bewusst abwesender der andere ist, je mehr er das herbeiführt, desto sicherer sein kann man sein, dass man geliebt wird, dass man in Wahrheit in dieser Gesellschaft geliebt wird. Das Sehnen, die Erfüllung muss unerfüllt bleiben. Das ist ein Dienst ahne Lohn, wie es in der deutschsprachigen Minne-Literatur heißt. Und so gehören Liebe und Leid zueinander. Das große Werk des Tristan von Gottfried von Straßburg ist hierfür ein schönes Beispiel. Ich zitiere: »Svem nir von Liebe Leid geschach, dem geschach auch Lieb von Liebe nie«, also übersetzt, dem nie von Liebe Leid zustieß, dem geschah auch nie Liebe von Liebe. Die Abwesenheit des Geliebten ist gesellschaftlich erwünscht, das Fortgehen existenziell notwendig für den Liebenden. Wer sich von seiner Geliebten trennt, erweist sich als Mitglied des Ritterstandes, als zugehörig zu einem höheren Stand und grenzt sich von dem bäuerisch-dörperlichen Verhalten des dritten Standes ab. Er verhält sich sozial. Und das ist nun eben etwas, was sozusagen genau das Gegenteil von dem ist, was Roland Barthes in diesem kleinen Stichwort betont. Ich zitiere ihn: »Wenn der Geliebte abwesend ist, dann, Zitat, beschwöre ich ihn mir selbst herauf, damit er mich vor jener Willfährigkeit der Welt gegenüber bewahrt, die mir auflauert. Das Sehnen nach dem anderen rettet den Menschen gegen die, Zitat, Verführungshysterie der Welt, in die ich mich hineintreten sehe.« Und Roland Barthes zitiert anonym einen X, der sagt, die Liebe habe ihn zum sozialen Abfall gemacht und darüber freue er sich. Gesellschaft wird hier als etwas begriffen, was verführt, was vom eigentlichen, vom wahren Leben wegführt. Und das ist nun genau das Gegenteil des Gefühls, was die Troubadoure und Minnesänger beflügelt. Ganz im Gegenteil, die Gesellschaft wird hier positiv gesehen. Man will sich gerade sozial verhalten und muss abwesend sein, muss vom anderen fortgehen, so sehr man sich auch nach ihm sehnt. Hartmann von Aue spricht in seinem Epos Erik folgende Worte aus. Ich zitiere sie in der Übertragung von Thomas Kramer. »Und wenn mich nichts Gutes, und wenn auch nichts Gutes so sehr das Herz erfreut, wie wenn Liebe bei Liebe liegt, so hat man doch die Pflicht, sich hin und wieder von den Frauen zu trennen. Denn in der Gesellschaft zu leben, ist gut.« Liebe, wahre Liebe erfüllt sich nur dadurch, dass man sich vom Lieben, von dem geliebten Wesen trennt. Nur in der Abwesenheit erfüllt sich die wahre Liebe. Und das ist nun genau das Gegenteil von dem, was Roland Barthes in seinem Stichwort umtreibt, der von diesem Angst verlassen zu werden spricht und von der Abwesenheit als eines schrecklichen Zustandes,
der den Liebenden erfahren, erfährt und der nun etwas ist, was unter allen Umständen ja auch vermieden werden muss, beziehungsweise was in der permanenten Anwesenheit des Abwesenden, in dem permanenten Denken an den, der nicht da ist, einen rettet vor der bösen Gesellschaft, vor der Hysterie, in die einen die Welt zu ziehen droht.